Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist Replay Wednesday und wir fangen an. Diesmal mit einem Two-on-Two auf einer sehr schönen Map mit The Dude und der Puppy oder dem Puppy Terrazerk gegen Gabba und Slash. Terrazerk gegen Terrazerk, hier ist alles so ein bisschen drin. Zwei Spieler waren angezeigt aus dem Team hier, der Slash Gold. Hier stand nichts dabei und auf der anderen Seite Puppy und Dude. Einer von denen war Diamond und der andere war ohne Rahmen. Ich weiß nicht, wer von beiden der Diamond war und wer der ohne Rahmen. Auf jeden Fall in einem Team, auf jeden Fall sicher. Was ist das denn? Hier laufen derbe Games. Und gleich hat der Zerg vielleicht einen Pool-Outsider. Du hast einen Pool-Outsider. Ich understand, was hier läuft. Ja, Overlords hier scouten, überbewertet. Der erste Overlord, der ist hier auch beim Gegner, beim Kollegen gucken, was da los ist. Ja. Erste Bude da oben fertig. Und dann gibt es natürlich gleich auch die Barricade of Life. Dann float so richtig in einen rein hier. Die Barrack of Life, Alter. Codieren ist fehlgeschlagen und wird neu gestartet. Okay, dann muss ich also wieder aus dem VOD rausschneiden. Ne, warte mal, was ist denn los? Er soll nicht aufnehmen. So, gut. Zerk hier. Voller. Ich understand dich nicht. Hedge first hier. Ja, und dann gibt gleich den Pool outside. Ja, da kommt da der Pool. Hier gibt's Gas. Natürlich! So, er hat wenigstens mal den Overlord losgejagt hier. Ja, hier auf der anderen Seite nicht. Ja, Overlord 1 ist hier, der andere schwubbelt hier an der Eck. Auf sowieso. Ja. Ja. Achso. Ist sie wie abschlachten. Deswegen, natürlich. Muss ich gleich wieder die Replays aus dem verkackten Wort rausschneiden. Oder wir machen es einfach mal. Ich mache es einfach mal einfach. Ich lade das komplette VOD. Was, na, ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Da müsste man immer so rein. Nee, ich muss sie wieder rausschneiden. Ja, sonst könnte ich einfach das komplette VOD von dem, was jetzt hier auf dem Stream läuft, einfach so am Stück auf YouTube hochladen und dann hinschreiben, hier Replay Wednesday mit Game 760 bis 65 oder so. Aber ich schneide die lieber wieder raus, weil ich mache mir die Arbeit ja wieder für euch, weil ich damit ja wieder nichts verdiene. Ach nee, ich werde ja steinreich, natürlich. So, hier, noch nicht viel los hier, außer dass er hier ein paar Reaper baut. Aber damit ist gleich Schluss. Denn er macht Triple Reaper hier, der Dude. Und dann sagt er, ja, ich understand nicht, was hier läuft. Dann hat er ihn von der Side hier attackt. Ja, und hier drüben ist aber schon dem Factory. Ah, jetzt weiß er hier, da kommen gleich die Repenten hoch hier. Maultasche, guten Tag. Ah, da kommen die Reaper-Räten an und hier noch ein paar Linge und der baut noch mehr Reaper. Ja, ach du Scheiße, der will hier mit Reapern volles Ballett machen. Das CC wird gebaut. Ah, traumhaftes Micro hier vom Dude. Das war natürlich richtig geil. Jetzt gibt es hier auch noch Hellions. Ah, hier drüben auch der Overlord fliegt nochmal rein. Und die machen richtig Attack hier mit Lingen und mit Reapern. Aber die haben auch schon Defense hingestellt hier. Das arme Hellion, oh nein! Aber die kommen nicht durch. Nehmen auch den Weg des größten Reaper Widerstand. Warum baue ich Reaper und
fahr dann frontal rein. Hüpf doch hier hinten hoch, Mann. Ah, Speeding Upgrade. Ich zeig dir mal hier, was hier läuft. Mittlerweile hier unten Barricade, hier Factory, Tech Lab und dem Expansion hier ist gleich ready. Auf der anderen Seite hier Zerg hier mit der Wall aus Double Evo und einem Baneling Nest. Ja, und auf der anderen Seite hier der Pool, der hat schon seinen Speed. Der hat auch hier der Terran schon dem Expansion und ein paar Worker hier im Bau. Und jetzt gibt es hier Starport. Stim ist natürlich hier schon etwas weiter hier drüben. Ja, fängt es gerade erst an. 11.000 Zuschauer sind wir schon beim Replay Wednesday. Hallo! Ja, also die Terrans wollen hier Bio spielen, beide auf Stim, die Zergis. Ja, er hat ein Baneling Nest, der eine. Und, die Frage ist, ob er damit aggressiv werden will oder ob das nur so ein bisschen defensiv ist. Er hat ja nichts. Ein paar Buddies. Ja, jetzt hier schon in Starport. Ein paar Buden. Ein paar Zergis, noch ein bisschen Gas. Ah, Double eBay hier schon mal schön. Könnte man natürlich auch hier vorne so als Wall noch einbauen. Jetzt machen wir mal das Ding hier aus, weil das sehr langsam so viel wird. Na, ihr kennt ja das, was ich da mal so mache. So, Map Control auf jeden Fall hier von Puppi und seinem Kollegen. Sehr viel besser. Ja? Er macht auch schon das Gold frei. Hier die Overlords hier verteilt. Ja? Hier drüben ist ja nichts. Ja? Jetzt habe ich schon eine Base mehr, aber nun gut. So. Oh, hier, Helion Action. Ein paar Marines weggeföhnt. Ja, aber sonst, was macht Terra jetzt hier? 9 CC, Double Upgrade. Und hier oben, Spore. Und was macht er sonst so? T2, Spore. Und da hinten einen kleinen Speyer versteckt. Ah, den T2 hier in Front. Ja. Makro Edge, auch T2, natürlich! Also beide Zergs hier auf Mutas, wer hätte es gedacht, in so einem Multiplayer-Game ist das gern gespielt. Und jetzt hier weitere Barricades of Life und ein paar Tower zur Defense. Und hier vorne, ach, Makro hier von Gabba! Und hier die Spritze rein. Ach du Scheiße! Hat keine... Hätte hier die Concussive Shells gehabt, dann wäre hier das letzte Helion auch noch kaputt gegangen. Ja, wird weiter die Goldbase freigemacht. Der Pimmel könnte da auch mithacken. Bisschen dann abgesplasht hier. So, mal gucken, wann gibt es die ersten Mutas. Mutas, die 11 Stück hier bei Slash. Ah, die Sporen auch nicht so toll platziert. Da hätte er vielleicht noch hier einen hinbauen können, denn der Pool wäre hier. Der Pool ist outside. Ja? Von der Range, wenn ihr die Mutas von der Side attacken, dann macht er da gar nichts. So, Helions fahren nochmal rum. Und jetzt gibt es hier nochmal massive Speedlinge. Die moven bis hier vorne. Hat er hier auch schon eventuell das Speedling-Baneling-Upgrade? Ja, das Baneling-Upgrade hat er. Geht das Scan mal rein. Von Gabba, der hier mit seinen Helions sieht. Oh, hier ist ja noch gar nichts. So, hier ist die Gold auch schon free gemaked und der Bio hat ja auch schon 1-1. Armory ist dafür 2-2. Er hat hier noch nicht. Sehr passives Teamgame hier. Und er hat Mutas gebaut und macht nichts damit. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt wollen sie hier vielleicht mit der Echse pushen gehen. 135 Supply und hier 130 und der hat ja nur 90 und der Terran Player hier auch nur 90. Also da sind die beiden hier im Supply allein schon besser unterwegs. Auch er baut jetzt hier mal so ein bisschen Production hier, aber ist Supply blockt. Die Circling hier, aber auch schon 1-1. Und hier drüben jetzt mal so ein bisschen Drop. Aber sofort die Reaction hier von Slash. Der kommt dann hier mit seinen Mutas. Und das sind nicht wenige. Ja. Über 20 Mutas.
Und auf der anderen Seite aber die Linge hier noch am Attacken hier, aber da ist hier, ja, schade, keine Planetary. Und er kann nichts machen, weil er selbst auch gerade am Droppen war und wollte nicht nochmal wegfahren. Und droppt ihm jetzt hier voll in die Main rein. Er will noch schnell Turrets bauen, aber es kommt zu spät. Es kommt zu spät. Lad aus. Ja, mit 1-1 geht's hier mitten ins Herz der Terran Base hier. Steam. Ja. Und da kommen, die Banelinge zu spät gemorpht und er haut hier volles Rohr. Steam. Jetzt kommt er zurück mit seinen Units. Das ist schon ordentlich wieder hier, Steam. Ja, die Linge hier ohne Baning Support. Jetzt kommt Rudolf mit dem Bei. Kann er hier abräumen wohl, der rote Zerg. Ja, und dann muss man wohl sagen, hat der Gabba jetzt hier nicht so viel Schaden gemacht. Ja, er hat hier die Armory und das eine E-Bane, ein paar Depots und die Turrets. Aber sonst war da jetzt nicht so viel kaputt gegangen. Aber da kommt natürlich der Slash. Hätte ja vielleicht schon mal vorher mit seinem Modelisken supporten können. Aber jetzt geht's erstmal rein hier. Und er hat hier die Upgrades, keiner. Er hat einfach mehr Mut, da ist er 3. Hier schön die Zerklinge heilen und die Drohnen natürlich. Aber es reicht nicht. Ja, die Eier werden hier geheilt. Alter Schwede. Der Slash zeigt ihm hier, wie der Hase die Locken gewickelt hat oder so ähnlich. Und jetzt macht er hier mit den Mudas hier Radau und auf Gedeih und Verderben wird hier reingehauen. Hier die Linge mit 1-1. Die Marines müssen kiten. Wieder Muta gegen Muta. Ich hab mehr als du. Ich hau dir alles zu Brei. Und jetzt kommt er hier schon wieder mit massiven Marines angerauscht. Hat Zweier Attack auch schon fertig und da können die nicht mehr viel machen. Hier, Welle für Welle wird alles weggeschlotzt, aber jetzt sind es, glaube ich, genügend Marines hier gegen die Mutas. Die ballern und ballern. Haben mittlerweile auch 1-1, aber es reicht doch nicht. Und hier unten ist auch schon wieder die Marienflut am Lauf, wenn hier alles weggeholzt. Und hier das Makro, hier, das läuft hier bei Gabba, Junge. Der hat es richtig drauf. Und auch hier Slash. Hat auch eine neue CC, der Gabba hier, das läuft hier. Die hauen hier alles aufs Maul, Junge. Geil. Splitting hier brauche ich nicht. Bin Terra. Bleib stehen. Geschlüpft und sofort hier in Stücke. Zack. Hier ballert der Junge. 5 Kills. 2 Kills, 3 Kills. Sound, Alter. Pubi hat den Battlefield hier verlassen. Und da ist das Game vorbei. Mit dieser Explosion hier of Life, mit den Battle-Dingens hier, Medivac, sehr geil, Alter. Und hier Exe, jetzt haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Hier, fettes Spiel von Slash. Guck mal, was der für Baracken gebaut hat hier, der Gabba, Alter. Geil, hier ein bisschen Mool. VRL 3-3 on the way, Alter, das ist hier schon cool. Dann haben sie den Diamond zerfetzt mit dem Kollegen, Junge. Geil, hier laufen geile Games, Alter. Ne, wenn ihr auch mitmachen wollt, schickt hier eure Replays an Mr. Pink, ne, kontakt@mrpinktv.com, Alter, da müsst ihr eure Replays hin. Sam. Dann werden die hier gedingst. Wir machen dann gleich das nächste.